soll, aber es haben ja auch schon viele von euch mitbekommen oder ihr könnt es jetzt auch im Titel lesen. Und zwar, dass ich schwanger bin und das mit 17. Ich möchte es jetzt schon mal gesagt haben und zwar, ich weiß, bei diesem Thema sind die Meinungen etwas gespaltener und ihr könnt auch gerne Kritik geben, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber ich bitte euch, dann nicht zu beleidigen und auch sachlich zu bleiben. Ich rede mal ganz kurz mit euch, Real Talk. Dieses Video wird jetzt nicht ein lustiges Video oder irgendein Video sein, wo jetzt jemand lachen wird. Deshalb für den einen oder anderen kann jetzt schon abschalten, wenn er denkt, er müsste jetzt kurz lachen. Ich möchte ganz kurz mit euch reden über die YouTuberin Yassi. Diese YouTuberin hat es in den Platz 1 Trends geschafft und ist momentan immer noch auf Platz 1 in den Trends. Ihr Video, das sie in den Trends gebracht hat, nennt sich Schwanger mit 17. Ja, ihr habt schon richtig gedacht, Yassi ist 17 Jahre alt und ist mit 17 Jahren auch schwanger. Die YouTuberin Yassi hat nur 3 Videos auf dem Kanal, aber 40.000 Abonnenten. Das heißt, sie schafft es immer wieder mit den Videos von ihr sehr viel Aufmerksamkeit zu generieren. Ist gut und schön. Was ich aber sagen möchte ist, ihr Video Schwanger mit 17 hat ihr sehr viele Hater sowie auch viele Anhänger gebracht. Ich möchte nur ganz kurz meine Meinung dazu sagen und dann war es das mit diesem Video. Yassi ist 17 Jahre alt und schwanger. Wir wissen alle, okay, gut und schön, 17 Jahre ist für jetzt eine Schwangere oder für eine Mutter noch zu jung, das wissen wir alle, aber es ist passiert. Sie ist jetzt schon schwanger mit 17. Und abtreiben ist für mich wie töten. Das sollte man auf keinen Fall machen. Yassi hat es auch in diesem Video bewiesen und hat zu den Leuten gesagt, ich stehe dazu. Ich bin schwanger mit 17. Es war nicht gewollt, aber jetzt ist es so und ich akzeptiere das. Danach bin ich in den Kommentaren reingegangen und trotzdem schreiben sehr viele Menschen, dass sie abtreiben sollte, ist für mich umbringen, dass sie für 17 eine verantwortungslose Frau ist und sehr viele Hate-Kommentare und fast 5000 Dislikes. Und ich habe mir gedacht, ich möchte euch mal ganz kurz was sagen. Zuerst mal, 17 ist kein Alter, wo man normal Mutter wird, ja, ist gut. Aber verantwortlich oder nicht verantwortlich, das kannst du da draußen nicht beweisen oder bestätigen. Es gibt viele Frauen da draußen, die sind 30, 40, sind Mütter, aber sind nicht verantwortungsbewusst, haben keine Verantwortung. Das hängt von vielen anderen Faktoren ab. Das ist meine Meinung. Die zweite Sache ist die, dass Yassi gesagt hat, dass ihr Ex-Freund sie sozusagen ja verlassen hat und sie danach schwanger wurde, aber beide noch ein gutes Verhältnis haben. Was ich aber dazu sagen möchte, das geht an dich, Yassi. Du solltest wissen, dass du in einer sehr, sehr schwierigen Zeit kommen wirst. Solange du schwanger bist, ist alles gut und schön. Aber wenn das Kind dann auf die Welt kommt, hast du sehr viel Verantwortung zu tragen. Dadurch, dass der Vater vom Kind jetzt nicht mit dir lebt, sondern eigentlich seinen eigenen Weg schlagen will, heißt es für dich, dass du sehr viel Stress haben wirst und sehr viel Verantwortung. Ich hoffe, dass du wirklich dieser Verantwortung gewachsen bist und dass du wirklich beweisen kannst, dass du eine gute Mutter bist. Und vergiss alle da draußen, die versuchen, dich down zu bringen, dass sie versuchen, dich zu haten und nach unten zu schlagen. Vergiss diese Menschen. Vergiss die. Diese Menschen sitzen da vor dem Handy und sagen, ah, was ist das, was bist du für ein Mädchen, Mann, du, was machst du? Und machen da draußen zigtausend Fehler. Aber möchten gerne andere Menschen da draußen die ganze Zeit fertig machen. Aber ich bin mir sicher, Yassi, dass du eine großartige Mutter sein wirst. Sei verantwortungsbewusst, sei eine großartige Mutter und das ist kein Problem. Dann bist du eine junge Mutter. Aber eine verantwortungsbewusste. Was bringt mich das, wenn du mit 40 Jahren eine Mutter wirst, aber keine Verantwortung tragen wirst oder sogar das Kind abtreibst? Ich achte da weniger jetzt auf das Alter, sondern auf das, was du dann in Zukunft machst. Also an jeden Einzelnen daraus. Bevor du andere Menschen kritisierst, guck auf dich selbst. Was bist du für ein Mensch, dass du da draußen Sachen schreibst und manchen kritisierst und ihnen den Tod wünschst? Wer bist du? Das war's von mir, Leute. Ich wollte ganz kurz nur ein Statement halten. Ich habe das Video gesehen und ich habe die Kommentare gelesen und habe mir einfach nur gedacht, ich will einfach kurz etwas dazu sagen. Das war's von mir, Leute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, schaut bei Yassi vorbei, supportet dieses Mädchen. Und das war's von mir, Leute. Bis zum nächsten Mal. Peace out.